Was bisher geschah? Lisa und Storm möchten für das große Turnier trainieren. Doch wieder einmal schnappt ihnen Tori den Trainingsplatz vor der Nase weg. Plötzlich kommen Hannah und Sophia schnell angeritten. Lisa ist sofort klar, der Horse Club wird gebraucht. Ein Frühstück im Reitercafé ist doch der beste Start für einen Campingausflug. Und von Emily, der kleinen Schwester des Reitlehrers Tom, gibt es noch Kuchen für ein Picknick dazu. Sarah und ihr Pferd Mystery sind wie Seelenverwandte. Sie genießen die Zeit im Peppertree-Wald, denn beide lieben die Natur. Die Stille, die wunderbaren Pflanzen, die vielen Tiere. Hier ist der perfekte Platz für das Zelt. Oh, ein kleiner Besucher. Hey, warum so aufgeregt, Kleiner? Möchtest du uns etwas zeigen? Oh nein, zwei herrenlose Pferde. Und eines davon ist noch ein Fohlen und scheint verletzt zu sein. Komm, Mystery, Mrs. Kramer muss verständigt werden. Ein Notfall im Wald. An der Weggabelung. Kurz darauf kommen auch schon die Horse Club-Freundinnen angaloppiert, um zu helfen. Zu viert versuchen sie sich, um das verletzte Fohlen zu kümmern, bis Mrs. Kramer kommt. Was ist dem kleinen Fohlen wohl passiert?